So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monster Hunter. Die Kommentare sind bis zu dem jetzigen Part bestimmt immer noch genauso voll wie unter den Parts, die für mich jetzt da sind. Mit Kommentaren, dass ich andere Waffen spielen soll. Aber es ist alles so schwer für mich, ich würde ungern eine schwere neue Waffe ausprobieren. Allerdings, falls ich noch Videos nach der Story machen sollte, was sehr wahrscheinlich der Fall ist, nur nicht mehr so häufig, da kann ich gerne mir ein paar Waffen aufwerten oder so. Aber Waffen zu wechseln ist halt nicht... Klar, es gibt viele Waffen und es ist cool, unterschiedliche Waffen zu spielen, aber ich kann halt keine. Ein Bogen und so kriege ich auch noch hin, aber ich muss die Sache auch noch upgraden auf einen guten Stand. Und wenn ich die jetzt upgraden will, dann muss ich ja noch mehr fahren. Weißt du, ich habe schon Probleme, meine Hammer überhaupt zu upgraden. Ich habe jetzt einen, der gut upgraded ist, der Nergigante-Hammer. Und dann müsste ich nochmal einen Nergigante-Edelstein bekommen, nur für eine zweite Waffe. Und es ist also, umso später man im Spiel ist, umso nerviger wird es, Waffen irgendwie auszuprobieren und zu testen. Sagen wir es so. Wenn ich gegen schwache Monster kämpfe, ja, aber wir wollen ja weiter progressen. Und deswegen, ja. Ich glaube, die meisten haben es eh verstanden, aber ich will es trotzdem nochmal kurz deutlich ansprechen. So, wir haben zwei Quests für Teostra und Kushala der Ura bisher. Die dritte im Tal der Verwesung noch nicht von dem Monster, was ich noch nicht kenne. Aber das wird sich alles ändern, die mache ich ja irgendwann fertig. Und wir gucken uns heute den netten Herrn... Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Barzelgeus an. Ein ruchloser Flugwüfern, der die neue Welt auf der Suche nach Beute bereist. Er kann explosive Schuppen verteilen, die Opfer in Flammen hüllen. Die Schuppenkraft des Barzelgeus. Nein, die Schuppen des Barzelgeus explodieren mit enormer Kraft. Konzentriere dich auf seine Beine, um ihn umzuwerfen, und schalte dann die schuppenerzeugenden Organe aus. Okay. Klingt nach einem unsetzbaren Plan. Das sollten wir allerdings auch an der Questtafel annehmen. Und dann auch machen. Aufgabe. Nein. Optionale Quests. Hier hatten wir eine Barzelgeus-Quest, ne? Da. Barzelgeus im Schussfeld. Das Exzentria-Trio hat es schon wieder getan. Sie haben einen Barzelgeus entdeckt und sie wollen ihn studieren. Bitte jagen ihn, bevor etwas passiert. Bevor ihnen etwas passiert. Oh Gott, die jagen den. Hilfe. Und natürlich wieder auf der neuen Map. Wie immer, wie alles. Barzelgeus im Schussfeld. Ja, in der letzten Folge habe ich irgendwie ordentlich verkackt und nichts hinbekommen. Und was für eine Schwäche hat Barzelgeus? Wir können ja einfach mal so tun, als wären wir gute Spieler. Und wir... Ja, ich sehe nicht mal mehr sein Bild. Wir haben gar nichts über den herausgefunden. Ich weiß nicht, wogegen der schwach ist. Dann kloppen wir einfach mit unserem Drachen, der Gigante, einmal drauf, weil der allgemein einfach stark ist. Das klingt für mich nach einem guten Plan. So, Objekte verwalten. Wir nehmen uns wieder unser Set Nummer 3 mit. Obwohl wir Dungbomben heute vielleicht nicht mal ausnahmsweise nicht brauchen, weil wir gehen direkt auf unser Ziel der Dungbomben eigentlich. Sonst werfe ich ihn ja immer damit ab. Und wir fliegen schon los. Gut, dann sehen wir uns nach dem Ladebildschirm. Was mir in der letzten Folge auch aufgefallen ist, dass es mir schwerer gefallen ist, die Kämpfe zu kommentieren. Aber das wird halt so, umso mehr Kämpfe es werden, umso schwerer wird es mir fallen, einfach was zu kommentieren. Außer so, oh, da ist der Angriff, den weiche ich aus. Und außer wenn die halt irgendwelche coolen Angriffe so und so machen. Deswegen wollte ich eigentlich im Koop spielen, aber meine Koop-Pläne haben sich ja verflüchtigt. Deswegen suchen wir uns den Barzelgeus, indem wir einfach diesen Schuppen folgen. Alte, fehlgezündete Schuppen. Ich weiß doch, dass die dem Barzelgeus gehören. Ja. Oh, ich bin so gespannt auf seine Rüstung. Die muss ja echt cool sein. Ich meine, er ist der Barzelgeus und sprengt uns alle die ganze Zeit weg. Wenn der König der Explosionen nicht irgendeine coole Rüstung hat, dann bin ich ja enttäuscht. Slamfrische. Fußspur. Na, das ist von jemand anderem. Bist du Barzelgeus Fußspur? Nee. Er ist ja auf jeden Fall irgendwo auf der Map. Ich würde sagen, er treibt sich vielleicht da oben rum oder hier irgendwo, da unten. Eher so in den offenen Bereichen. Der wirkt ein bisschen zu groß, als dass er in dem Lava-Bereich rumfliegen würde. Würde ich mal ganz spontan behaupten. Da ist wieder ein Azur-Ratalos, wie immer. Brauchen wir eine Cutscene für den? Ne, ist ja eine optionale Quest. Die haben ja keine Cutscenes, oder? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Zack, dann bauen wir uns erstmal hier ein bisschen Drachenid-Erz ab. Und holen unseren Forschungsauftrag hier ein bisschen voran. Wäre lustig, wenn er da oben ist. Aber ich glaube nicht. Nein? Ja, vielleicht. Na, wir finden ihn schon. Zumindest mal sehen wir uns, wenn ich ihn gefunden habe. Ah, guck mal. Da ist er doch da oben. Habe ich doch recht gehabt.
Und er fliegt weg. Tschüss! Danke! Aber er hat hier überall Spuren. Das ist sehr gut, dann wissen wir wenigstens alles über ihn, wenn wir ihn sehen. Drei Spuren hier direkt. Zack, zack. Und Stufe erhöht. Okay, jetzt sehen wir, wenn er fangbereit ist. Das ist gut. Weil ich möchte nicht unnötig lange gegen dieses Wesen der Vernichtung kämpfen. Hallo, Bartzelboy! Ich bin es, dein bester Freund, Dr. Hammer! Ja? Ach, ich mag dem sein Ich mag dem auch sein Theme. Der hat ja auch eigene Musik. Also er soll ja so der Diablos? Nein, nicht Diablos. Devil-Yo von dem Teil sein. Okay. Sehr viel Rutsch und sehr viel Explosion. Finde ich gut. Ich kann Beyblade-Angriffe und auf dem... Oh Gott, Kamera! Ist der nicht auf ihm? Ja. Wow! Okay. Sehr aggressives Lebewesen. Jetzt sind schon wieder diese dummen Kackvögel hier unterwegs. Ich gehe schon mal auf den Kopf und jetzt gehe ich weg vom Kopf. Halt, ich bin am Rücken, glaube ich, gewesen. Ja. Ich gehe einfach an den Schweif. Oh ne, am Schweif mache ich mal zwei Schläge zum Augen. Hammer ist nicht für Schweif gedacht. Aber macht mir Schaden, interessanterweise. Sind seine Dinger selber explodiert? Er hat keine mehr. Seine Schuppen sind leer. Cool. Oh oh. Das sieht nicht so cool aus. Okay, er kann Feuer spucken. Ich weiß überhaupt nicht, was der überhaupt kann. Außer, dass er gefährlich aussieht. Okay, er kann so einen schwachen, ja, Gigante-Angriff. Oh, ist das cool hier mit den Rutschangriffen. Das ist aber meine Lieblingsmap für immer. Okay. Wie war es mit schwacher Nährgigante-Angriff? Junge, hör auf. Okay. Und er ist wütend. Okay, aber er hat noch keine Bomben nachgewachsen, wenn ich es richtig sehe. Aua, ich dachte, er kommt da vielleicht nicht hin. Er ist mir ein bisschen zu nah, muss ich sagen. Ich bin betäubt. Junge, ich komme überhaupt nicht dazu, mich zu bewegen. Okay, er geht gerade auf meine Katze. Die Zeit nutze ich einfach mal, um einmal das Mac-Menü der Heilung zu nehmen. Okay. Jetzt wird er mich ja wahrscheinlich zubomben. Ja. Rutschen wir mal weg. Okay. Und darauf fliegt er nochmal. Und jetzt stürzt er wieder ab. Okay. Und rutscht noch 5 Kilometer zu weit. So. Ah, der hat Bomben dabei vorne runtergeworfen. Okay, ich muss also echt schaffen, seine Bomben loszuwerden, sonst kriege ich immer aufs Maul. Aua. Ah, guck mal, da hat mich nur seine Arme erwischt. Wenigstens einmal nicht eine komplette Vernichtung. Ich rutsche. Okay. Aua, wieso waren da Bomben? Warum sind hier überall Bomben? Na gut. Gott sei Dank haben wir den nicht vorm Nährgigante gemacht. Ich glaube, das wäre um einiges schlimmer geworden für uns, den Bartzelgeist da zu machen. So. Und den Drachenältesten gebe ich, glaube ich, immer eine einzelne Folge schon, oder? Auch wenn die Jagd dann auch nur 20 Minuten dauert oder so. Aber es ist irgendwie cooler. So. Da versucht er mich irgendwie gerade abzureiben. Glaube ich. Aber wir kommen noch ganz gut klar. Und stechen millionenmal in seinen Kopf rein. Kann ich dich nicht einfach umhauen, bitte? Ja, danke. Und zack. 350 Schaden. So, aufgeladener Hammer und die Kloppo. Oh, er geht sehr weit nach links. Okay, merke ich mir. Und wir haben sein Gesicht auf jeden Fall aufgebrochen. Viele vergleichen den ja mit Seregios. Einfach nur wegen diesem Schuppen und so. Seregios hat er auch ja so... Sah in gewisser Weise ähnlich aus. Auch ein bisschen anders. Guck mal, neues Material. Eine Bartzelgeuskralle. Aber bisher komme ich erstaunlich gut mit ihm, klar. Ah gut, immer so gegen Ende vom Kampf. Dann beginnt die Hölle. Ups. Da ist ein gefährliches Monster. Gehen wir erstmal runter und schärfen meine Waffe. Aua. Oh. Perfekt. Ich habe ihn einfach wieder perfekt hier hingelockt. Er hat sich einfach komplett baiten lassen von mir. Oh, er kann also auch einen Charge-Angriff. Okay. Aber ich kann auch den Charge-Angriff des Todes. Den Ultra-Beyblade-Move.
Oh, ich bin schon wieder dabei, okay. Das sind halt alles 100er-Zahlen, ne? Leute. Ihr versteht schon, warum ich das durchgehend mache, oder? Da sind Bomben runtergefallen? Nee, ist Material. Und zack! Baba! Dödödödöd! Haha! Ah, Hilfe! Ich brauche scheinbar die starken Monster, um gut zu spielen. Vielleicht treffe ich auch einfach große Monster einfacher. Aua! Ich wollte gerade sagen, wohin fliegt der denn jetzt? Okay, gut gemacht, Katze. Dann gehen wir noch ein bisschen auf den Kopf. Zwar nicht jetzt genug Zeit für die gesamte Combo, glaube ich, aber egal. Er ist fangbereit! Wir haben Barzelgeist einfach in 5 Minuten niedergeprügelt. Du wolltest zum Nest gehen. Nein, keine Explosion oder was auch immer du da machen willst. Wir müssen dann ganz nach oben, wenn da sein Nest ist, ne? Oh, ja, ich will mich festhaken. Flieg mich wohin. Bring mich weg. Bring mich in die Heimat des Barzelgeus. Kommt nicht zum Ratian. Nicht zum Ratalos. Okay. Das hier wollte ich nicht hin. Wir wissen ja, wo sein Nest ist. Wahrscheinlich da oben drauf. Okay, dann fangen wir den. Ich habe für Uragan und Lava Plesiot 100 Jahre gebraucht. Jetzt klatsche ich Barzelgeus in den ersten 12 Minuten der Folge um. Warum? Das ist übrigens so ein Käfer. Okay, fangen wir uns einen Barzelgeus. Der ist kein Drachenältester. Bei dem funktionieren Fallen. Da ist er, guck mal, wie süß. Hallo, Dr. Barzel. Ja gut, aber dass ich da diese Klippe hatte, war halt ultra... Ach, hier ist ein Nest. Oh, ich dachte weiter oben. Uno und Due und... Mission geschafft. Hauptziel abgeschlossen. Wow, toll. Gut. Wir haben es geschafft. Wir haben Barzelgeus besiegt. Das ist süß. Der ist voll cool. Ich würde gerne noch mehr an sein Gesicht ranzoomen, aber dafür müsste ich ein Fernglas dabei haben. Ist, oh, schon vorbei. Dann gucken wir uns mal die Barzelgeus-Rüstung an. Vor dem hatte ich mehr Respekt als vor dem Gigante gefühlt. Ja gut, der nervt dann halt vom Anfang an im High Rank. Schauen wir mal, was wir hier so bekommen. Gehe langsam durch, damit ihr auch so ein bisschen gucken könnt. Zack, 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 zack. Verlassen. Und Drachenlied-Erz von meiner Katze. Und was haben wir für Edelsteine bekommen? 2 Stufe 1 Edelsteine gegen Gift und Schleich. Na, Müll. Okay, und Forschungsstufe 1. Ich reden schwer können. Heute. So. Da sind wir wieder im Dorf und wir haben eine neue Quest bekommen. Wahrscheinlich will er mir jetzt sagen, dass ich einen Barzelgeus fangen soll, oder? Oh. Vielen Dank für die Hilfe bei der Barzelgeus-Studie. Achso, das war schon seine Quest. Nicht stimmt ein Forscher froher als eine lobenswerte Forschung. Dies ist ein kleines Dankeschön von den Draufgängern. Ich bestehe darauf, dass du es annimmst. 1000 Punkte. Okay, das war wahrscheinlich die letzte Quest von ihm. Nehme ich an. Von 500 bis 1000 Punkte haben wir jetzt hochgearbeitet. Brauchte ich was von Barzelgeus? Irgendwas wollte ich hier machen. Reden wir mal kurz nochmal mit der Oma. Hallo. Kannst du mir irgendwas Cooles mittlerweile herstellen? Nein. Ah, es gibt einen Barzelgeus-Edelstein auf jeden Fall. Dann kann ich mir noch nicht einschmelzen. Da fehlen irgendwelche Belobigungsscheine, die ich nicht habe. Ja gut, dann gehen wir einfach mal zur Schmiede und gucken uns unsere Rüstung an. Die Katzenversion haben wir ja schon gesehen. Die sieht ja auch ganz lustig aus. Schauen wir mal, wie unsere aussieht und was sie kann. Wahrscheinlich irgendwas mit Explosion. Wie schlägt sich deine Ausrüstung? Rüstung schmieden. Da, Barzel Set Alpha und Beta. Okay, so ein Löwenhelm. Ja, so Schuppen, okay. Aha, und ganz? Ah ja, der silberne Löwe. Und hier nochmal so ein roter Löwe. Ah, nochmal ein cooler, die Beta-Version. Stehvermögen. Gucken wir uns mal die Boni an. Barzel Geus Schutz. Verhindert, dass du ohnmächtig wirst, solange du eine bestimmte Menge Gesundheit hast. Also verhindert, dass man K.O. geschlagen werden kann, zum Beispiel von der Gigante, wenn er seinen Superflugangriff macht. Wahrscheinlich. Weil ohnmächtig ist ja das eins. Okay.
Ohrstöpsel 5. Oh! Hätte ich sehr gerne. Hätte ich sehr, sehr gerne, dass ich dann immun gegen Monstergeschreie bin. Kritisches Ziehen. Das brauche ich überhaupt nicht. Angriffsboost ist mein Amulett. Verringert die Wirkung von Angriffen in geringem Maße und reduziert den Ausdauerverbrauch um 15%. Ah, da wird... Okay, aber es ist mit Schild, oder? Denke ich mal. Gewährt Schutz gegen Explosionspelle, Pest und Explosionsangriff und Sprungmeister. Okay. Ja, ist ganz cool. Wenn man die Mähne färben kann, bin ich glücklicher. Oh, man kann die Mähne färben. Cool. Da kann... Das Orange ist aber zu hell. Ich will ein dunkleres Orange. Will so löwenmäßig haben. Aber das ist viel zu grell. Ich hoffe, man kann später noch so ein eigenes Einfärbeding freischalten. Aber ein Schwarz sieht ganz cool aus. Das andere ist mir zu grell. Zu plüschgrell. Okay, cool. Und beim Beta-Set, wo der Mund noch... Das ist cool auf jeden Fall, optisch. Da färbt man auch nur die Rüstung um. Ah ja. Also ein Lava-Set. So rot. So ist cool. Und noch dunkler? So ist auch cool. Ja, gefällt mir. Nice. Okay, wir haben 15 Minuten gebraucht für Barzelgeuss. Heißt, wir werden uns wahrscheinlich was anderes machen. Oh, ich muss Uragans töten, Hunderte. Habe ich gerade gelernt. Da kriege ich das Teilezerstörer endlich. Erleichtert das Brechen oder Abtrennen von Teilen von Monstern. Ja. Ich als Hammertyp habe die Aufgabe, den Kopf zu brechen. Und wenn ich das nicht tue, dann fühle ich mich immer schlecht. Deswegen brauche ich den. Teilezerbrecher und Knockout King habe ich immer gerne. Ich denke, es wird alles bei Diablos und der Rüstung aber auch mit eingebaut sein. Also werde ich eventuell wieder eine Diablos-Rüstung am Ende spielen. Den würde ich gerne mal upgraden. Ach ja, Diablos. Ha. Dann würde ich sagen, machen wir als Bonus einen schwarzen Diablos mit random Leuten? Ich habe, glaube ich, für einen schwarzen Diablos eine Quest, ne? Genau. Der Feind mit den zwei Hörnern. Hey, wir haben einen Bericht über ein besonders schönes Monster erhalten. Wir müssen diese Gelegenheit nutzen. Beginne mit der Untersuchung so schnell wie möglich. Ich weiß nicht, ob eine schwarze Diablos so schön ist. Aber ja. Ist auch das letzte Monster, was... Was haben wir denn, welche 14.000 wert sind? Gucken wir mal. Azur-Rathalos ist 14.000 wert. Diablos ist 14.000 wert. Ja, sonst Barzelgeuss und Uragan. Okay. Ja, das sind die stärksten Monster von hier. Gut. Dann erjagen wir eine schwarze Diablos. Wir sehen uns, wenn ich eine Quest gefunden habe mit Leuten. Oh, halt, stopp. Erstens ist gerade 20 Uhr geworden. Cool. Kann ich mir meinen Anmeldebonus holen? Dankeschön. Und, mit seinem Zeug kann man was upgraden, glaube ich, habe ich gehört. Das ist genauso wie mit Devil Yo. Muss ich mal gucken in meiner Herstellungsliste. Genau, Kraftamulett und Barzelgeuskralle. Guckt, seht ihr das? Kann man upgraden. Und die habe ich ja dabei. Also kann ich die jetzt upgraden, meine Amulette, und die alten nochmal neu kaufen. Wenn ihr es vergessen habt, die haben meine... muss ich die... erst aus der Kiste holen. Warte, machen wir es anders. Tun wir die einfach kurz in die Kiste reinstecken. So, und zack. Genau. Die haben wir beim Händler gekauft für 36.000 und 24.000 und die haben unseren Angriff um 30 erhöht und unsere Verteidigung um 10. Warte, machen wir es doch ganz genau. So, ich rüste erstmal die beiden wieder aus. Wir gehen ins Inventar und haben jetzt 335 Verteidigung und 1065 Angriff. So, jetzt habe ich beide weggelegt. Jetzt haben wir 1134 statt 65. Also 31 Angriff weniger. Und Verteidigung haben wir 323. Keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst, wie viel es vorher war. Gut, und jetzt craften wir die um. Hier mit Barzelgeuss-Krallen. Gott sei Dank haben wir genau zwei Stück bekommen. Hey, eine Kraftkralle. Und mit dem Panzeramulett und der Barzelgeuss-Kralle eine Panzerkralle. Und die tun wir jetzt beide in unseren Beutel packen. Wäre ich echt praktisch vor der Gigante gewesen. Hätte ich das vorher gewusst. Und jetzt haben wir 1180 Angriff und 341 Verteidigung. Und jetzt gehen wir nochmal zu Mr. Händlerboy und kaufen nochmal ein Kraftamulett. Gibt Geld. Und noch ein Panzeramulett. Und jetzt haben wir 1212 Angriff und 353 Verteidigung. Perfekt. Und ich muss nur 4 unnötige Items im Inventar mit mir rumschleppen. Ein Traum. Dann speichere ich das Set mal neu, damit ich die nicht weglege. So, hey, wir sind gerade offiziell stärker geworden und haben mehr Verteidigung bekommen.
Dieser Effekt wird durch erhaltene Drachenteile verstärkt. Cool. Mehr Angriff und mehr Verteidigung bekommen gerade. Nehme ich hin. Ich habe mich doch umentschieden, ich mache die alleine. Weil ich nicht möchte, dass ihr gespoilert werde, falls irgendwer die Endgame-Waffen hat oder sonst was. Wir sind noch nicht durch. Noch sind Spoiler nicht okay bei den anderen Spielern. Deswegen werden wir uns alleine einem schwarzen Diablos stellen. Einer schwarzen Diablos. Ich werde weiter er sagen, aber ich weiß, dass sie weiblich ist, okay? Ist wie bei Ratian. Zwar weiß, dass sie weiblich ist, aber ich sag immer, oh Gott, er hat mich angegriffen. Oh Gott, ich muss ihm ausweichen und so, ne? Einfach weil für mich das Monster der Gegner. Und ich denke nicht im Kopf so weit an die Gegnerin. Es tut mir leid, falls es euch triggert oder so. Auf jeden Fall werden wir für Diablos etwas in unseren Equip ändern. Wir werden Megafassbomben mitnehmen. Wir werden eine Fallgrube mitnehmen. Und wir werden eine kleine Bombe mitnehmen. Habe ich eine kleine Bombe? Nein, habe ich nicht. Okay. Kann ich noch normale Fassbomben mitnehmen? Ja, ich könnte 4 Bomben aufstellen. Ich weiß nur nicht, ob die Zeit mit einer Fallgrube reicht für 4 Bomben. Aber wenn, wäre echt cool. Brauche ich Tränke? Nee, die hole ich mir, falls ich sterbe. Wir werden Schreikapseln mitnehmen und die Dungbomben wegwerfen. Blitzkapseln lasse ich mal auch noch. Ist an sich eh schon schlimm genug, das Viech. Und für den schlimmsten Notfall nehme ich einen Teleporter, mit dem mich zurück zur Basis teleportiert. Falls ich Angst bekomme. Und wir nehmen Megapanzerhaut, 5 Stück mit. Ja. Okay. Wir sollten gewappnet sein für den Kampf. Oh, unser Viech ist direkt hier in dem Diablos-Gebiet abgestürzt. Wir machen schnell mal kurz nochmal eine Reise zu einem Lager, wo wir... Warum gibt es überhaupt dieses Abstürzen, wenn man eh so instant wegreisen kann? Ich verstehe es nicht. Es erfüllt keinen Sinn mehr. Damals, wo es keine Schnellreise gibt, ja, da hat es Sinn ergeben. Ich hätte ja auch Verteidigung hoch, aber echt nicht mit viel. Ja, nehmen wir Angriff hoch, komm. Ist doch nur ein Diablos, ha! So, jetzt geht's uns gut. Kann ich eigentlich die Katzenausrüstung ändern, wenn ich hier mit meiner Katze rede? Nee, ich kann die nur zurücklassen. Das wäre so praktisch, wenn man die hier ändern könnte. Immer ins Haus zu gehen, um die Ausrüstung zu ändern, nervt nämlich ein bisschen. Aber gut. Waren wir in der Kiste? Unser Gratis-Zeug holen? Vielleicht kriegen wir sogar Schallbomben. Nein, High Rank. Okay. Dann halt nicht. Aber hier gab es irgendwo einen Honig, glaube ich. Achso, der ist da oben. So. Weil dadurch wird unsere Erste-Hilfe-Jacke geupgradet und wir haben bessere Erste-Hilfe-Tränke. Und das nehme ich gerne hin. So, dann gehen wir hier runter und jetzt müssen wir die nette Dame suchen. Die Dame des Hauses. Das sind Steine. Ich glaube, die ist sogar gerne im Nest da hinten. Ist das so? Gucken wir mal. Ja, guck. Da ist sie sogar. Hallo. Dame des Hauses. Ich sammle kurz noch ein paar Fußspuren von dir. Du hast hier nämlich echt ein paar. Okay, ich gehe mal wieder. Wenn er nicht schreit, habe ich Glück. Ah. Wie war das mit Glück? Naja. Dann müssen wir halt erstmal damit leben. Und falls er die Map wechselt, dann holen wir uns einfach alles, was wir brauchen. Touch? Ja. Okay, ich will aber hier gegen dich kämpfen, weil hier kann ich so rumschlittern und alles. Und hier kann ich alles benutzen. Au! Der Angriff ist gemein. Hast du geheilt, Katze? Ich habe nicht verstanden, was meine Katze gerade getan hat, aber auf jeden Fall war das keine Heilung. Ich möchte mal den Astera-Jerky mal nehmen. Bist du schon vor dem Stein? Oh ja. Oh, der steckt drin. Perfekt. Und meine Schläge sind nicht effektiv am Kopf. Hey, wie konnte das nur sein? Oh, oh. Ah, der kündigt den Charge länger an. Okay, okay. Ich habe alles vergessen, was das Viech angeht. Den habe ich auch zuletzt, glaube ich, auf dem... Nee, nee, den habe ich noch auf dem 3DS bekämpft. Ich habe ja die Rüstung von dem. Wieso habe ich meine Schallbomben noch nicht ausgerüstet? Ich wollte keinen Trank nehmen. Hallo? Wo sind die Schallbomben? Da. Hey, nehmen wir 80 Sachen mit. Das ist bestimmt praktisch. Und überhaupt nicht nervig. Das hat noch niemand gesagt. Ah, gut. Ach, jetzt rutschst du auf einmal, Charakter. Ist gerade gerutscht. Muss man das verstehen? Ich glaube nicht. So. Wenigstens das funktioniert noch.
wenigstens ein paar Sachen, die ich hier ausnutzen kann. Ich habe nicht mal Zeit, dieses mit Kreis zu aktivieren. Ich will einfach nur draufkloppen, so schnell wie möglich. Wir haben eins der beiden Hörner gebrochen. Jetzt mache ich es noch kurz. Gönne ich mir dann doch ein bisschen. So, du stehst ja nach links auf, ne? Genau. Und wir haben beide Hörner gebrochen. Ich habe meinen Hammerjob erfüllt. Kann ich jetzt die Kündigung haben? Möchte ich noch mehr gegen dieses Viech kämpfen? Schwing, schwing. Aua. Kampf der Giganten. Beide chargen aufeinander zu. Dieses Ankündigen geht echt auf den Sack. Okay, wegstecken. Bereit sein und Feuer! So ist es wenigstens noch umgedreht, wenn es dann da rauskommt. Okay, das war ultimativ gut getroffen, nicht? Aber vielleicht können wir ihn auslocken noch. Oh, er ist wütend. Als würde das einen Unterschied bei dem Viech machen. So. So kann ich, glaube ich, noch versuchen, so ein paar Mal zu treffen. Weil er halt einfach random in irgendwelche Richtungen angreift. Oder wir hauen einfach ein bisschen auf die Beine. Okay. Gehe auf meine Katze. Bin ich vollkommen in Ordnung. Tut mir leid, Mautstado. Du musst es gerade für mich wegtanken. Eins und zwei. Und jetzt haben wir wieder von der Seite so ein bisschen drauf. Wie er einfach mit so erhobenen Flügeln laufen kann, um mich anzugreifen. Tschüss. Dann wechselt die Map. Dann ist gut. Dann gucken wir nochmal ins Nest, ob wir Spuren finden. Du kannst nach da oben gehen. Ja. Nehme ich gerne hin. Hey, lief erstaunlich gut bisher. Aber Schreikapseln sind halt einfach eine Pflicht. Ohne die ganzen Gratis-Hits, die ich da hätte machen können, hätte ich die Hörner auch nicht so schnell bekommen. Besonders die Hörner braucht man, glaube ich, extrem häufig für die Rüstung. Hast du hier noch irgendeine Spur hinterlassen? Ist immer so merkwürdig, Spuren zu finden, sobald der Kampf einmal angefangen hat. Aber was soll ich denn machen? Ich will ja wissen, wann ich es fangen kann. Effekt hat nachgelassen. Kann ich mit leben? Oh, ich habe einen Nova-Stein gefunden. Nova-Kristall, meine ich. Ist ja alles dasselbe. So. Ist hier etwas von dem Monster? Die fliegen so zwar rum, aber nein. Keine Spuren. Okay. Und auf dem Weg nach oben hast du auch keine Spuren hinterlassen, nehme ich an. Gerade mal ein bisschen gierig hier die ganzen Erze noch mitnehmen. Wenn ihr so privat spielt, solltet ihr auch unbedingt über die Erze mitnehmen. Aber ich mache das halt meistens zwischen den Folgen, diese ganzen Erze abzubauen. Ich habe ja auch extra ein Sammelset. Da kann ich dann einfach irgendein auf Netflix irgendwas anwerfen und einfach stundenlang im Kreis rennen und Sachen abbauen. Ja, so viel farmen muss man gar nicht. In den alten Teilen kam es mir voll, als hätte man mehr farmen müssen auf jeden Fall. Oh, hier sind überall Erze hier unten bei diesem Diablos-Gebiet. So verlockend. Übrigens ein kleiner Nachteil, wenn die Hörner gebrochen sind, kann der nicht mehr in Wänden feststecken. Lustiger Fun Fact. Haben wir über den schon alles gelesen, über den schwarzen Diablos? Ich weiß gar nicht. Wir gucken mal in die Jägernotizen. Machen wir gerade mal im Kampf. Sind ja noch nicht im Kampf. Wo ist er denn? Da, schwarze Diablos. Dieser schwarz gepanzerte Diablos ist eine läufige weibliche Diablos. Der Farbwechsel signalisiert ihre Aggressivität und erhöhte Grausamkeit anderen Kreaturen gegenüber. Läufige Diablos sind Eindringlingen gegenüber viel aggressiver und greifen bekanntermaßen selbst fliehende Gegner an. Werde nie unachtsam, auch wenn du denkst, dass du genügend Sicherheitsabstand geschaffen hast. Hä, was? vielleicht... Hallo? Oh, Sabba. Das Gebiet hier ist eigentlich voll perfekt. Okay, ich habe einen Plan. Ich habe den Plan. Wenn er es nicht schafft, mich runterzuwerfen. Wenn er es schafft, mich runterzuwerfen, nehme ich es zurück. Das ging schneller als erwartet. Fallgrube? So. Huch, beweg dich doch nicht. Nein. Eins. Zwei. Okay, mehr darf ich gar nicht aufstellen. Okay, perfekt. So. Wir haben ein bisschen reingesprengt. Ich glaube, mit dem Hammer hätte ich sogar mehr Schaden gemacht. Aber, oh. Hallo, Barot. Oh, 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 oh. Ich hätte sowas von getroffen. Barot, gebrochene Teile. Du hast einmal den Barot erwischt und direkt brechen seine Teile. Nochmal.
Junge, das Viech macht Schaden. Und zack. Hallo. Oh, ich liebe es, wie ich nicht treffe. Aber es ist gut, dass der immer noch landen muss und dann erst so ein bisschen wütend ist. Hat mal schön Zeit drauf zu hauen. Barot. Hör, du versuch's doch erst gar nicht mehr. Siehst du nicht, was jedes Mal passiert? Oh, ist erschöpft. Cool. Wir gehen mal. Sieht so aus, als würde er auf dem... Was? Ach, er will die Map wechseln, aber hier kann er nicht durchgraben. Weil es fester Boden ist. Wäre schön, wenn es immer so sein würde. Ach, der hat ja Hunger, ne? Oh, dann können wir einfach zwei Bomben in sein Gesicht stellen, wenn er essen will. Hallo. Der ist nämlich echt langsam. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. So. 1 Zentimeter mehr Abstand und... Kabumm. Hallo. Kratzer. Wo sind Kratzer? Ich will die Spuren. Okay. Vielleicht gucken wir uns später die Spuren an. Nein, jetzt! Ich hab sie! Aua! Okay, Stufe erhöht. Jetzt sehen wir alles. Nur hungrig. Just hungry, the lady. Barot hat den Ort verlassen. Ja, würde ich aber auch nach dem Erlebnis. So. Ich darf wieder essen. Darfst du jetzt K.O. schlagen? Wenn du möchtest. Okay. Ich dachte, ich hau gerade mit dem Hammer schon zu in der Luft, aber Schicksal hat mir gegönnt, dass ich noch rumlaufen darf. Ich sehe, glaube ich, gerade den Bomber über mir. Affinitätssetzer wurde aktiviert. Ja. Irgendwie war ich gestunt. Soll ich versuchen, dass sie den Barzelgeus erwischt? Ich glaube, ich rette lieber mein Leben. Da. Ich liebe die Barzelgeus-Musik. So schön dramatisch. Aua! Ich glaube, ich habe da gerade einen komischen schwarzen Megadrachen im Gesicht. Tja, bloß wird aber nur zugebombt. 120 Schaden. Oh, nehme ich gerne hin. Macht aber echt nicht so viel Schaden, die schwarze Diablos, dank meiner ganzen Verteidigung, glaube ich. So, du kommst trotzdem noch auf mich zu, ne? So. Superman Jump schützt mich auch. Oh, fangbereit! Seht ihr den Totenkopf? Wir haben es geschafft. Okay. Okay. Und der blaue Rathalos wird ähnlich sein. Wahrscheinlich vom Schwierigkeitsgrad. Die habe ich auch sind. Aber hey, schön, dass wir die beide haben. Wir wissen ja, wo das Nest ist. So. Wird mich vielleicht sogar grabend überholen gleich. Aber wir können die Cheater-Abkürzung nehmen. Zack. Und dann hüpfen wir hier einfach runter. Ui, habt ihr gesehen, der Wildturm hat gerade voll geleuchtet. Mit so lauter Spähkäfern oben dran oder so. Sah lustig aus. So, zack. Oh, oh. Sollte mich im Bestfall jetzt nicht sehen. Er schreit. Aber wenn wir ihn in Ruhe lassen, geht er vielleicht hier ins Nest. Was macht er? Er chillt da vorne, ne? Ja. Ich warte, bis er ins Nest geht. Alles andere ist schwachsinnig. Auch wenn wir jetzt ewig lange warten müssen. Aber, ja. Mache ich einfach einen kleinen Cut im schlimmsten Fall. Ah, er humpelt. Los. Okay. Kein Cut für euch. So. Können wir hier einfach stehen. Getarnt durch den wirbelnden Sand. Hallo. Tschüss. Jetzt können wir hier zugucken. Wie ein wilder Diablos schlafen geht. Ihr könnt euch übrigens theoretisch neben die Monster stellen, während sie einschlafen wollen. Das geht alles ganz easy. Und wir machen natürlich wieder die umgedrehte Fallen-Kombo. Uno, due und gewonnen.
Schwarzer Diablos gefangen. Hey, sind wir die Rüstung auch mal? Nice. Und sogar alleine geschafft. Sogar eigentlich ohne Probleme, würde ich sagen. Wurde ein bisschen krampfig am Ende, aber ging. Ging. Also im Gegensatz zur letzten Folge, wo ich gegen zwei Nubi-Monster gekämpft habe und komplett fertig gemacht wurde, war die Jagden hier wesentlich angenehmer. So, was bekommen wir denn? Rückenpanzer, Thorax, Diablos Medulla. Oh, die brauche ich. Sprintextrakt, Rüstkugeln, Monsterspitzknochen, Einhorn, ein Reißzahn, Rückenpanzer, ein Reißzahn und eine schwarze Diablo-Thorax. El Diablo. Der Teufel der Wüste. Schwarze Diablos. Hey, ein bisschen Forschung bekommen dafür. Sehr gut. Und Palico hat bald Level 25. Welches Level kann die Katze denn maximal haben? Also, eigentlich weiß ich es schon lange, bis der Punkt kommt, wo diese Folge erscheint. Aber man kann ja trotzdem mal fragen. Auch schön, dass ich mal zwei Monster einfach bekämpfen muss, damit die Folge lang genug wird. Dummer Barzelgeus. 9 Minuten irgendwas war's. Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, bevor ich zu Diablos aufgebrochen bin. Und besonders, wir haben ja erstmal am Anfang irgendwie 3 Minuten gesucht. Einfach nur 6 Minuten gegen die Barzelgeus gekämpft. Ja gut. Die Klippe war sein Untergang. So, jetzt sehen wir wahrscheinlich sogar die beide Diablos-Rüstungen, wenn es gut läuft. Vielleicht auch nicht, weil man sie erst besiegen muss dafür. Rüstung. Was ist es denn? Bitte, ist es ein lila Set? Ja. Diablos Nero Set. Wie sieht's denn aus? Jawohl, so mag ich meine Diablos-Rüstung. Die Beta-Version? Oh, so ein bisschen kleinere Stachel. Ne, ich will die großen. Ich will angeben. So, was hast du denn? Erhöht Angriff bei Schärfeverlust. Verstärkt Nahkampfangriffe von Distanzwaffen und die Chance, Ziele zu betäuben. Nahkampfangriffe von Distanzwaffen. Also zum Beispiel, wenn man mit dem Bogen in der Nähe kämpft, okay? Und die Chance, Ziele zu betäuben. Ja, also für mich. Ziele betäuben ist ja wichtig. Und Angriff bei Schärfeverlust. Das klingt auch sehr gut. Diablos Meisterung. Verstärkt ausgerüstete, nicht elementbasierende Waffen. Okay, brauche ich also nicht so zwangsweise. Fokus. Erhöht das Fülltempo von Waffenbalken und die Ladegeschwindigkeit von Waffen. Ist auch nice, ist mein Hammer schneller aufgeladen. Groll. Erhöht Angriff, wenn du erholbaren Schaden erlitten hast. Der rote Abschnitt. Naja, cool. Also während sich mein Leben regeneriert, mache ich mehr Schaden. Angriff um 15 Punkte verbessert. Ja, das bringt jetzt nicht, das ist jetzt echt nicht mehr so viel. Angriffsboost, Marathonläufer, Teilezerstörer, 1 Punkt. Standardboosts auf den Schuhen. Das ist fast, die ist fast schon im Bogenrüstung. Erhöht die Angriffskraft und die Verteidigung, wenn deine Gesundheit bei 35% oder weniger ist. Heldentat. Angriffsstärke um 30%. Wenn jemand Heldentat hat und ist, dass er nach zweimal sterben nochmal 20% stärker ist, kann sich einer echt hochboosten und dann so Gegner one-hitten, gefühlt. Okay. Ich weiß nicht, ob mir das normale Diablo-Set dann mehr gefällt. Was kann man bei dir umfärben? Beim alten Teil konnte man so die Augen umfärben. Hier kann man die einfach so ein bisschen färben. Könnte ich... Würde ich so machen, glaube ich. Dann wäre ich so der lila Diablos-Mann. Cool. So, haben wir das normale Diablo-Set auch? Nee, haben wir nicht. Leider nicht. Okay. Na gut, werde ich aber bis zum nächsten Mal bekämpft haben und dann kann ich das euch auch noch zeigen. Diablos-Set, merken. Okay. Rathalos-Set habe ich auch noch nicht im High-Rank gemacht, ne? Oder Garon-Set? Habe ich das schon euch gezeigt im High-Rank? Das ist ja das Set, was jeder so im Endgame verwendet. Ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt. Aber um ganz sicher zu gehen, das Set hier. Ja, yeah, darüber haben wir geredet, wie die Schultern so ein Upgrade sind, genau. Ja, und es hat ja Zugangriffe verstärken, Waffenschärfe sinkt nach dem Schärfen nicht, kritische Trefferwertung hoch, Blutungswiderstand, schnelles Schärfen. Ja. Und schnelles Wegsterfen ein, Wegstecken 1. Also sehr, sehr gute Sachen auf jeden Fall hat die Odogaron-Rüstung im High Rank. Verbessert einfach so allgemeines Gameplay, glaube ich, für alle. Gut. Aber so einer bin ich nicht. Ich brauche kein easiger Gameplay und easiger Schärfen. Ich will einfach draufkloppen und Körperteile brechen. Mit meiner puren Muskelkraft. Gut, Leute. Wir haben heute 2 Monster besiegt. Beim nächsten Mal beginnt das Drachenältesten-Chaos. Und ich freue mich drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimmelmann. Tschüss.
Tschüss.